Es ist schon ein bisschen fortgeschrittene Stunde und dementsprechend hier an diesem Bahnhof zumindest mal nicht mehr ganz so viel los. Ich muss aber auch sagen, ich habe den Zug eben gerade um Minuten verpasst und da ich ein bisschen außerhalb von Tokio Zentrum im Moment bin, das ist schon fast ländlich. Also man kann sagen, das ist so ungefähr das Wohngebiet, wo man dann abends wieder nach Hause fährt oder umgekehrt. Also je nachdem, in welche Richtung man unterwegs sein will, also außerhalb des eigentlichen Zentrums. Hier ist also schon nicht mehr so arg viel los um diese Uhrzeit. Dementsprechend habe ich gerade Zeit, nochmal das Video für heute vorzubereiten, nämlich mit Blick auf die amerikanischen und den deutschen Index. Das ist im Moment total spannend, denn der DAX ist ja, wenn man auf den 15-Minuten-Chart beispielsweise guckt, wunderschön mal oben gekommen und wackelt jetzt. Gucken Sie 15-Minuten-Chart mal an, wackelt sich ein bisschen nach unten. Und das ist eigentlich ein wunderschönes Szenario, um auf die Long-Seite zu schielen. Wir haben den Schub nach oben und jetzt wackelt das. Im Moment sieht das nach dreiwellig aus, wobei die dritte Welle jetzt nach unten eben nochmal kommen müsste. Das könnte ich mir zumindest sehr, sehr gut vorstellen, dass das für einen Long-Trade sich eignet, wenn der Markt nochmal sich nach oben aus dieser Zone rausgeht und eben das triggert, dass wir da auf die Long-Seite gehen können. Aber, und jetzt kommt das Spannende, das ist genau das Gegenteil von dem, was der S&P im Moment kann. Denn wenn Sie sich das mal angucken, 15-Minuten-Chart, wir sind sehr toll fünfwellig runtergegangen im 15-Minuten-Chart, relativ zügig eben an diesem Fünfweller. Und jetzt aktuell wackeln wir nach oben. Das ist ein bisschen ein gröbereres Bild, aber wir sehen wackelig nach oben. Und dementsprechend würde ich dort auf der Abwärtsseite unterwegs sein, zumindest dann, wenn der Kurs die Unterseite mal triggert. Ich muss gestehen, den genauen Wert weiß ich nicht, aber wenn Sie auf den 15-Minuten-Chart gucken, dann sehen Sie das ziemlich deutlich. Sehr, sehr stark, fünfwellig nach unten und A, B, C wackelig nach oben und dementsprechend die besten Chancen hier für die Abwärtsseite. Wer wird gewinnen? Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen, aber trotz alledem, beide Trades machen durchaus Sinn. Im Zweifelsfall, das würde ich das machen, würde ich sogar beide vorbereiten und dann eben denjenigen ausführen, der getriggert wird. Möglicherweise ist das auch nacheinander. Das heißt, dass man erstmal nochmal vielleicht ein Beispiel jetzt Long beim DAX macht und später erst der Trigger beim S&P kommt oder vielleicht auch umgekehrt. Wir werden das sehen. Das auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Mindestens mal um zu gucken, kann ich Ihnen das empfehlen, da mal einen Blick drauf zu halten. Sollten Sie sich auf jeden Fall mal antun. Ansonsten der Euro gegen US-Dollar finde ich ebenfalls noch relativ spannend, denn hier haben wir auch einen relativ scharfen, im 15-Minuten-Chart einen relativ scharfen Rücksetzer nach unten. Und wenn da jetzt eben diese Korrektur nach oben, das deutet sich so ein bisschen an, so habe ich es zumindest mal in Erinnerung, eine kleine Korrektur, vielleicht eine größere Korrektur, dass wir da auf der Abwärtsseite nochmal unterwegs sein dürften. Das kann ich mir zumindest mal nochmal vorstellen. Schauen Sie sich diese beiden Sachen auf jeden Fall an. Und wenn Sie die angeschaut haben, gucken Sie mal, ob Sie noch was anderes finden im Markt, das ähnlich aussieht. Dann könnten Sie vielleicht heute Abend noch mal viel Freude haben oder sonst die nächsten Tage, je nachdem, auf welcher Zeitebene Sie unterwegs sind. Ansonsten kann ich noch den Trade des Tages empfehlen. Der ist bis jetzt noch nicht getriggert, zumindest bis eben gerade nicht. Ich bin vor 10 Minuten, Viertelstunde ungefähr von meinem Handelsplatz erstmal weggegangen, beziehungsweise von meinem mobilen Handelsplatz, muss ich sagen, in diesem Fall. Also da habe ich den Computer verlassen. Seitdem weiß ich nicht ganz genau, was mit der Position ist. Aber ich kann mir vorstellen, da haben Sie noch die Zeit, den reinzustellen. Denn wenn wir da getriggert werden, gibt es durchaus noch die Chance, dass das noch ein, zwei Tage dauert, bis dann das Ziel eben erreicht ist. Das ist ein Trade, der eben auf Tagesbasis ist und dementsprechend nicht ganz so kurzfristig. Wer es kurzfristig mag, der, wie gesagt, guckt sich den DAX, den Euro und den S&P an, so wie ich es gerade beschrieben habe. Ersatzweise vielleicht auch gerne den Dow Jones. Vielleicht finden Sie den ja noch besser. So, das war es von dieser Seite her. Ich gucke, dass ich jetzt hier den nächsten Zug, der gleiche hoffentlich kommt, erwische, um dann schnell an den anderen Ort hinzukommen. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie schnell an Ihr Ziel kommen heute. Ich wünsche Ihnen anschließend ein wunderschönes Wochenende und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin, machen Sie es gut.